Herzlich willkommen zum 11. Digitalisierungskongress der Hochschule für Angewandtes Management mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf regionaler Ebene. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist die Digitalisierung dazu geeignet, eine nachhaltigere Welt zu schaffen? Digitalisierung in den Regionen nachhaltig gestalten, wie geht das? Digitalisierung einerseits, Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Und diese beiden Disziplinen werden in Zukunft auch noch zusammenschmelzen und unseren Weg noch länger begleiten. Digitalisierung in globalen Wertschöpfungsketten und Implikationen für Regionen. Industrialisierung und Digitalisierung ist global sehr unterschiedlich bzw. auf einem unterschiedlichen Stand sind. Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang mit Digitalisierung der Weg ist, den man wirklich gehen möchte. Wieso ist die Fläche, vor allem bei uns, wo ich auch zu Hause bin, im Bayerischen Wald? Es geht grundsätzlich mal im ersten Step darum, die Leerstände. Also da bin ich auch bei dem Thema sorgsamer Umgang mit Altbauten. Der Kongress befasst sich ja mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf regionaler Ebene. Und unser Projekt Bayern Mobilität 2030, wir haben das Ganze 2014 begonnen, eine schöne Broschüre erstellt. Unsere Kernaussage: Mobilität für Personen und Güter. Im Grunde ist es ein Stück weit auch darum zu sehen, wie ändert sich der Bedarf der Mobilität. Was sind die Dinge, die aus Sicht des Kunden und Anwenders kommen? Und in einem späteren Teil werde ich mich auch ein Stück weit mit den Herstellern selbstverständlich beschäftigen. Und das Ganze soll in irgendeiner Form organisiert sein. Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu verbinden, da eben diese Ebene der Organisationskultur vielleicht nochmal hinzuzufügen und in dem Zuge eben auch die Frage, wie die Unternehmenskultur das Ganze unterstützen kann. Zukunftsbild Nummer 1. Wo soll eigentlich die Reise für uns alle hingehen? Und ich hoffe, dass dementsprechend dieses Szenario 2 sich nicht zu dieser sozial-ökologischen Krise für uns alle hier entwickelt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann zum 12. Digitalisierungskongress dann wieder live an unserem Campus in Neumarkt in der Oberpfalz. Bleiben Sie gesund und bis zum Januar 2022.